Versprechend. Okay, ganz ruhig jetzt. Bitte schön. Willkommen zurück. Tja, die Zahlen sehen gut aus. Sehen wir mal, ob Ihr Verstand noch mitspielt. Bewegen Sie den Kopf und sehen Sie in diese Lichter, gleich hier. Nach oben. Danke. Runter. Soweit, so gut. Stehen Sie auf. Bon, willkommen beim Sample 17 Projekt. Bevor Sie anfangen, brauchen Sie noch das hier. Bitte schön. Test, test, 1, 2, 3, hallo, bonjour, c'est bon? Klappt es? Okay, gehen wir eine Runde. Sie haben ja schon Erinnerungsforschung betrieben, aber nicht in diesem Ausmaß, was überraschend ist. Sie haben Talent. Die Datenströme waren sehr stabil. Beeindruckend, nicht? Das Gebäude ist kaum 6 Monate alt, aber das Abstergo Entertainment Studio gibt es schon ein paar Jahre. Seit 2010. Die Großmutter mütterlicherseits war Asiatin, glaube ich. Klingt verwirrend. Kennen Sie Liberation? Unser erster Titel mit der Animus-Technik. Das war nur die Spitze des Eisbergs. Bald enthüllen wir unsere kommerziellen Animus-Server für Spieler in der ganzen Welt. Sie bieten natürlich nur passive Erfahrungen. Bearbeitete Versionen der Geschichte. Nur die spannendsten Stellen. Und wir glauben, wir haben das perfekte Thema für unser erstes Großprojekt gefunden. Karibische Piraten. Das ist Ihr Job. Eine Minute, d'accord? Oh, danke, Nancy. Bonne journée. C'est bon? Tout est prêt. Magnifique, merci. Das ist für Sie unser wichtigstes Handwerkszeug. Ihr Kommunikator. Schalten Sie ihn ein, ist raffiniert. Haben Sie bemerkt, dass die Sicherheit hier etwas lax ist? Ihr Kommunikator ist nämlich ein Universalschlüssel. Sehen Sie dieses blinkende Symbol? Sie sind mit dem Aufzug verbunden. Ich überlasse Ihnen die Ehre. Unser Ziel ist das Sample 17 Studio, 2. Stock. Bereit? Dann los! Ah, unser Boss Olivier Gano, unser CCO. Ich stelle Sie vor. Bonjour. Salut, Melanie. Ça va bien? Oui, merci. Kennen Sie den Neuen? Hat heute angefangen. Bisher nicht. Bonjour. Welches Projekt? Sample 17. Die Kenway-Linie. Haytham. Connell. Edward, der Pirat. Ah! Ahoi, Matrose! Sehr aufregend. Willkommen an Bord. Melanie, kann ich Sie kurz in Ihrem Büro sprechen? Ich mache das nur schnell fertig und wir sehen uns in 5 Minuten. C'est bon. War mir ein Vergnügen. Also? Das ist die Sample 17 Etage. Hier tauchen wir in die Erinnerungen eines edlen Spenders ein. Desmond Miles. Wir nehmen nur die besten Stellen aus seiner DNA. Und hoffentlich können wir eines Tages ein paar fantastische Erfahrungen daraus schmieden.
Diese Beine gehören John, einem der IT-Magier. Er repariert gerade was für Sie. Nicht repariert, kalibriert. Kalibriert, okay. Nun, da wären wir. Ihre eigene Animus Workstation. Sie gehört Ihnen. Setzen Sie sich hin und finden Sie gutes Material. Brauchen Sie Hilfe oder Tipps? Der Animus enthält eine Reihe von Tutorials, die Ihnen weiterhelfen. Ich sehe Sie dann später. Viel Spaß. So 5-6 Stunden. Das ist die Sache, die wir hier haben. Das ist die Sache, die wir hier haben.